Best Handling Car 2022. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause sind wir zurück am Lannoy-Durand, unserer 1,84 Kilometer langen Teststrecke für unseren jährlichen Handling-Test. Versammelt haben wir 9 Sportler vom Hot Hatch übers Performance Coupé bis hin zu Track Day Ready Supersportler. Es geht wie immer nicht um Rundenzeiten, sondern ums Handling am Limit. Rundenzeiten sind zwar Bestandteil des Handlings, deswegen wir sie hier auch zeigen. Die Rundenzeit alleine macht aber keine 100% der Bewertung in diesem Test aus. Es geht um die Auslegung und Zugänglichkeit des Handlings für den Fahrer, egal wie das Fahrzeugkonzept lautet. Womit wir auch schon beim ersten Kandidaten sind, dem BMW M4 Competition xDrive. Mit dem Modellwechsel wurde der M4 vom Entertainer zur Kampfmaschine entwickelt. Man hat den Eindruck, Performance geht vor reiner Fahrfreude. Das Heck soll im Zaum gehalten werden und nicht mehr bei jedem kleinen Lastwechsel aus der Reihe tänzeln. Das sorgt dafür, dass der M4 ruhiger auf der Strecke liegt und in der Gesamtrundenzeit schneller ist. Doch durch den veränderten Fokus hat er nach unserer Meinung zwar an Performance gewonnen, aber an Spieltrieb verloren. Die Hecklastigkeit wurde weniger, die Tendenz zum Untersteuern größer. Was nicht heißen soll, dass der M4 kein Quertreiber mehr ist. Vielmehr, dass der spielerische Tanz mit dem Heck mehr Provokation und Grobschlägigkeit bedarf. Beim VW Golf R sieht das mit dem spielerischen Tanz schon ganz anders aus. Auf Performance war der Golf spätestens seit der 7. Generation schon immer ausgerichtet. Dank Torx-Splitter an der Hinterachse ist die 8. Generation des Golf R nun auch temperamentvoll. Während der M4 seine Ernsthaftigkeit nicht immer so ganz ablegen will, kann im Golf dank Driftmodus jeder in Relation zur persönlichen Vorliebe und zum persönlichen Fahrkönnen den spielerischen Tanz mit dem Heck wagen oder eher geradlinig die Kurven durchzeigen. Zugegeben bewegt sich der Golf R nicht auf dem Performance-Level eines BMW M4 und ist auch keine Driftmaschine im eigentlichen Sinn. Vom Handling her betrachtet ist der Golf jedoch vielseitig und genau richtig abgestimmt.
geboren als WRC-Homologationsmodell mit einem Allradantrieb, der bis zu 70% an die Hinterachse schickt, klingt der Toyota Ghia Yaris nach dem Krümelmonster, das dem Kuchen, nämlich dem Golf R, das Fürchten lehrt. Vor allem hinsichtlich der Quertreiberei erwartet man hier mehr, steht der Ghia Yaris doch auf dem zivileren Reifen als der Golf. Leider wird man in puncto Drift ein wenig enttäuscht, landet man doch eher im Untersteuern als im Allraddrift, wenn man in Kurven pusht. Dafür bietet der Yaris in Kurven unerbitterlichen Grip. Im Gesamten fehlt ihm mit 261 PS natürlich etwas die Durchschlagskraft, um sich gegen den Golf R zu behaupten, doch steht er allgemein im Thema Handling im Golf ein wenig nach. Speziell wenn man in Betracht zieht, dass der Yaris eine Klasse bzw. eine Preisklasse unter dem Golf spielt. Aus 9. Welche Erkenntnisse ergeben sich? Der BMW M4 verliert unserer Meinung nach etwas vom spielerischen und wilden Charakter seines Vorgängers und macht mehr auf seriösen Performer. Der Golf R gewinnt dank neuem Antrieb an Temperament und zeigt sich vielschichtiger und lebhafter als seine Generationen zuvor. Der Ghia Yaris überzeugt mit guter Performance und tollem zugänglichen Handling. Erwartet haben wir jedoch etwas mehr Spieltrieb und Tendenz, mehr mit dem Heck zu arbeiten. Und der Rest? Wie sie die verbleibenden 6 Kandidaten schlagen, seht ihr in den Fortsetzungen.